Planung hat natürlich darauf gefußt, dass es vor allen Dingen erstmal auch eine schöne Anlage wird. Deswegen haben wir hier sehr viel Wert auf die entsprechende Optik gelegt, aber auch die Technik musste ja auch stimmen, weil die Wasserfläche ist nicht nur schön, sondern sie hat ja auch eine Funktion, dass nämlich das Niederschlagswasser der befestigten Flächen hier zwischengespeichert wird. Wenn es dann mal irgendwann voll ist, geht es dann in eine Sickerfläche. Es wird lebenswert werden, weil wir einen hohen Grünanteil hier auf dem Bebauungsgebiet haben. Und wir haben natürlich als prägendes Element die Wasserfläche, die ja als Verkehrsfläche mit einem Weg, der drumherum läuft, ausgebildet wird, wo man sich erholen kann, wo die Bürger der Stadt Goch auch eingeladen sind, natürlich hinzukommen und die Anwohner auch Erholung finden können. Wir beschäftigen uns jetzt gerade mit dem Ausbau der Baustraße, zweiter Teil. Dass wir also die Baustraße durchgehend von der Pfalzdorfer Straße bis zum Emmericher Weg haben, damit die Hochbauten dort auch realisiert werden können von den privaten Bauherren. Und wir sind gerade dabei, dass wir die Spielplatzplanung abstimmen mit dem beteiligten Ingenieurbüro. Und da wollen wir die Ausschreibung noch auf den Markt geben, damit der Spielplatz auch fertiggestellt wird. Wir sind sehr zufrieden bei der GO mit dem Baufortschritt. Wir hatten hier eine sehr gute Baufirma für die Wasserfläche dran, die Firma Log aus Kleve. Wir werden jetzt auch, denke ich mal, fristgerecht die zweite Baustraße fertig machen. Und man sieht ja auch, dass auf den privaten Flächen der Baufortschritt auch weitergeht und an vielen Stellen gebaut wird.